Radio L zur Sache. Mit Fakten, Meinungen und Hintergründen. Der Radio L Mittagstalk bringt es auf den Punkt. Kurz nach 12 Uhr, herzlich willkommen zu Radio L zur Sache. Mein Name ist David Seele und ich rede heute mit dem Vizeregierungschef Daniel Riesch. 2019 war ein Weltjahr für die Liechtensteiner Politik. Daniel Riesch, Sie und Ihr Ministerium sind von den gröbsten Turbulenzen weitgehend verschont geblieben. Was ist denn bei Ihnen eigentlich der grösste Brocken gewesen, den Sie dieses Jahr haben müssen meistern? Ja, ich glaube, wenn man Anfang Jahr gesehen hat, was dieses Jahr alles passiert, dann hat man nicht die Hälfte von dem vielleicht so eingeschätzt. Für uns war auch ein grosser Brocken gewesen, dass wir die Schulbauten-Strategie können eigentlich umsetzen und abschliessen. Nach über 30 Jahren haben wir es eigentlich geschafft, im Mai, dass der Landtag Ja sieht zum SZU 2 und auch zu der Erweiterung beim Mühleholz, dass man noch das Dienstleistungszentrum erweitert und auch die Landesbibliothek baut. Wenn man mir am 1. Januar von dem Jahr gesehen hat, das wird so durch den Landtag gehen und es gibt auch kein Referendum, dann hätte ich gesehen, das glaube ich noch nicht. Und jetzt muss man zurückschauen und sagen, es ist eigentlich sehr gut durchgegangen und ich freue mich, dass wir da für die Zukunft investieren können. Das sind effektiv die grossen Infrastrukturprojekte gewesen. Und Sie haben es auch schon angesprochen, die sind über Jahrzehnte fast geplant worden, aufgeleistet worden und dieses Jahr hat es endlich geklappt. Können Sie uns dort ein bisschen einen Eindruck verschaffen, was konkret das Ministerium dort daran schaffen muss in so einer finalen Phase? Also zuerst hat man einmal viel müssen schaffen, um im Bildungsministerium, dass wir überhaupt die Schulbautenstrategie hatten. Dann die mit dem Landtag diskutieren und nachher, wo man gewusst hat, okay, wir wollen die Finanzbeschlüsse bringen oder wir dürfen die bringen, dann muss man das Projekt ja ausarbeiten. Also man kann ja nicht einfach sagen, wir brauchen etwa so viel und so viel Geld, sondern man muss relativ konkret werden. Was ist der Raumbedarf? Man muss mit der Nutzergruppe reden, gerade wenn es um ein neues Gebäude geht, wie das SZU 2, muss man mit der Berufsmaturität schon reden, wo es schon gibt, aber man muss auch mit einer Schule reden, wo es noch nicht gibt. Die Realschule und die Oberschule in Rukel gibt es noch nicht. Also man muss mit Leuten reden und virtuell sich vorstellen, was Kunden dort hin und wie funktioniert das. Und dann das aufarbeiten, sodass der Landtag auch weiß, was beschließen wir da eigentlich. Es braucht einen Haufen Arbeit im Hintergrund und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich ein gutes Team habe, das dort mitzieht und auch in den Ämtern die Leute mitzahlen haben, sodass man dann im Landtag das vorlegen kann. Gerade weil es wahrscheinlich auch so viel Arbeit und genaue Arbeit gebraucht hat, hat es dann keine Aufregung darüber gegeben und es hat auch in der Öffentlichkeit eigentlich viel weniger Beachtung gefunden als ein anderes Thema. Es ist das Thema Casino-Boom im Liechtenstein. Hat diese Debatte eigentlich vergleichbar, wie es auch die Öffentlichkeit beschäftigt hat, auch Ihr Ministerium beschäftigt? Ja, und die hat uns das Ministerium beschäftigt und ich verstand natürlich die Bevölkerung gut, gerade wenn es jetzt wie im Balzers eher im Wohngebiet ist, dass man das nicht möchte. Natürlich haben uns auch die Vorstöße, Postulat namentlich auch beschäftigt. Was uns einfach wichtig ist in der ganzen Diskussion, ist zum einen einmal, dass wir im Online-Geldspiel sehr restriktiv sind und sagen, wir möchten es nicht, dass aus dem Land aus quasi die Online-Geldspiele angeboten werden, weil ich dort wirklich das Reputationsrisiko noch grösser sehe. Und bei den Casinos, die wir vor Ort haben, dass die Überwachung durch das Amt für Volkswirtschaft und durch die Finanzmarktaufsicht wirklich eng ist und die Anforderungen hoch und es sind sie. Und wir sind ja dann noch einmal einen Schritt hergegangen und haben gesagt, wir möchten mit der Schweiz reden, wir möchten die Sperrliste mit der Schweiz austauschen, weil es kann nicht im Interesse vom Liechtenstein sein, dass ihr Schweiz gesperrte Spieler zu uns kommt. Dort haben wir den ersten Schritt gemacht. Wir haben von der Schweiz ja auch Signale bekommen, für sie wäre das auch ein Interesse. Und da wird jetzt im Januar während die ersten Gespräche dazu stattfinden. Und ich denke, ein gut kontrollierter und Casino-Landschaft, wo nicht quasi auf Kosten von Leuten geht, die in anderen Ländern gesperrt sind, es sollte verträglich sein. Aber ich verstehe natürlich auch die Vorbehalte, die man da hat. Also machen wir da jetzt nicht den gleichen Fehler, wie man ihn vielleicht vor Jahrzehnten auch im Finanzsektor gemacht hat, dass man eigentlich die Player auf dem Markt gesetzt machen lässt, dass man den Bock zum Gärtner macht? Also wichtig ist wirklich, auch die Finanzmarktaufsicht schaut wegen der Geldwäscherei, das Amt für Volkswirtschaft schaut, dass die verschiedenen Vorgaben eingehalten werden. Zudem gibt es den Fachbeirat Geldspiel, wo mit Experten besetzt ist. Also wir haben natürlich von Anfang an gesagt, wir haben jetzt vielleicht die Experten nicht gerade im Land, also möchten wir dort auch Leute holen, wo sich in dem Bereich auskennen und da läuft die Zusammenarbeit aus meiner Sicht sehr gut. Es ist auch wichtig, weil wir hätten schon ein Risiko, wenn da Sachen passieren täten, wo in anderen Ländern nicht gingen.
Ist es nicht schon ein Risiko für Liechtenstein, wenn das passiert, was auch in anderen Ländern passieren könnte? Wenn jetzt an Österreich denkt, der Skandal mit Novomatic und der Politik. Und Novomatic ist ja bei uns beim Casino in Rugell gross drin. Eben, wie ich schon ausgeführt habe, es ist klar, dass wir da ein strenges Regime fahren. Und darum glaube ich, es ist der wichtige Teil, den man da berücksichtigen muss. Man darf davon ausgehen, die Casinos werden auch im Wahlkampf noch zum Reden gehen und er steht ja unmittelbar bevor. Es geht jetzt ins letzte Jahr von dieser Legislaturperiode und dort drüber reden wir jetzt dann gleich noch in ein paar Minuten. We go together. I'm a sucker for you. Wir sind zurück bei Radio L zur Sache, heute mit dem Vizeregierungschef Daniel Risch. Das letzte Jahr dieser Legislaturperiode steht bevor. Es heisst, bald geht es schon wieder in den Wahlkampf. Daniel Risch, Ihre Rolle war dort schon sehr früh bekannt gewesen. Der VU-Parteipräsident Günther Fritz hat ja schon im 2017, kurz nach der Wahl, bekannt gegeben, dass Sie im 2021 als Regierungschefkandidat ins Rennen gehen sollen. Ich stelle mir vor, es ist sicher auch ein bisschen schwerer Rucksack zum Trägen in dieser Legislaturperiode, oder nicht? Für mich ist das kein Rucksack zum Trägen in dem Sinn. Wir haben in unserem Ministerium, was für mich jetzt ein Wunschministerium gesehen ist, mit Infrastruktur, mit Wirtschaft und Sport, wirklich spannende Themen gehabt bisher. Wir haben noch einen Haufen spannende, auch für die kommenden Monate. Und von dem her ist das für mich nicht irgendwie ein Rucksack, den ich mitgetragen habe, sondern ja, es ist ein Wunsch, den der Parteipräsident auch geäussert hat, sehr früh schon geäussert hat. Ich kann mit dem gut umgehen, beschäftigt mich aber jetzt im täglichen Arbeit, wo wir sagen, wir möchten das Land weiterentwickeln und vorwärts bringen, jetzt nicht gross. Und gleich waren Sie ja dann auch in Wahlkampf sicher als Regierungschefkandidat. Mit welchem Thema gehen Sie dort in Ihren Wahlkampf? Also was ist das Daniel Risch-Projekt? Wo möchten Sie Ihren Namen darunter setzen? Also wir gehen im Moment noch gerne in den Wahlkampf, sondern schauen, dass wir mindestens in der ersten Hälfte des nächsten Jahres noch Sachen vorwärts bringen. Ich möchte auch nicht unbedingt meinen Namen unter irgendein Projekt setzen. Ich bin wirklich froh und glücklich, dass wir in den Schulbauten einen Schritt vorwärts gekommen sind und in anderen Infrastrukturprojekten. Ich bin glücklich, dass die Wirtschaft so läuft, wie sie im Moment läuft. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch in der Mobilität nach einem Haufen Jahren, wo nicht viel gegangen ist, aber wenigstens erste Schritte können setzen. Und wenn wir in denen Bereich, die Punkte machen, dann sind es kein Daniel Risch-Projekt, dann sind es hoffentlich Projekte, wo die Leute im Land sagen, ja, man hat in dieser Legislatur gut geschafft und etwas vorwärts gebracht. Ja, sind Sie angesprochen, Mobilität, auch wenn Sie natürlich nicht so betonen möchten, aber da kann man sicher auch Punkte als Politiker, weil wenn man dort etwas bringt, was dann auch eben verhebt für künftige Generationen, dann wird das sehr gutiert. Dort nimmt mich Wunder, wie schaut es dort eigentlich aus mit der Wirtschaft? Zieht man dort schon an einen Strang? Ich denke jetzt an den Wirtschaftskammerpräsident, der vorgeschlagen hat, den Busverkehr an den Rheindamm zu verlegen und die Regierung, dann hat man also klarstellen, dass es kontraproduktiv wäre. Also grundsätzlich sind alle Ideen, die Mobilität betreffen, sehr willkommen. Und ich bin überzeugt, dass wir mit der Wirtschaft einen gemeinsamen Weg gehen. Vielleicht mehr noch, als es vor ein paar Jahren noch der Fall war. Wir haben Herausforderungen vor allem in der Spitzenzeit. Und in der Spitzenzeit betrifft es vor allem die Wirtschaft. Und man kann natürlich von gewissen Betrieben schon mit, dass sie sagen, ja, unsere Arbeitnehmer klagen immer mehr und sagen, man kann es nicht mehr gut zu Augen schaffen. Vielleicht suchen wir an einem anderen Ort einen Platz. Also es wird doch vielleicht immer mehr zum Wettbewerbsnachteil, wenn wir keine Lösungen finden. Und darum habe ich wirklich das Gefühl, wir ziehen am gleichen Streck und auf der gleichen Seite. In der Ausprägung der Lösungen gibt es immer Präferenzen in eine oder in die andere Richtung. Und gerade darum ist es so wichtig, die Mobilitätsbefragung zu machen mit den Einwohnern im Land, aber auch mit den Zupendlern. Und ich denke, die Resultate, die wir dort bekommen haben, gehen uns auch Rückenwind, um wirklich da jetzt vorwärts zu machen. Ein letztes Thema vielleicht noch, das auch sehr rasch ist, wo man im Moment gerade Punkte hat, wenn wir an die Klimabewegung und so weiter denken. Sie werden nächstes Jahr im Frühling die Energiestrategie 2030 vorlegen. Jetzt die vorliegende Strategie aktuell, die noch bis 2020 läuft, die hat man ja deutlich verfehlt. Haben Sie das Rad neu erfinden können, dass wir jetzt eine haben, wo wir einerseits schaffen, aber wo auch gut ist? Ich glaube, wir haben eine ambitionierte Energiestrategie 2030, wo wir im Moment am Abschliessen sind. Wir würden nicht alles können machen. Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 10 Jahren den Fokus auf Windkraft legen sollten, weil es wird sich nicht realisieren lassen. Aber in dem Bereich, wo wir sagen, dort haben wir den Fokus, dort ist sie doch recht ambitioniert und wir würden nicht erst im 2025 mit Massnahmen anfangen können, sondern relativ schnell. Das ist realistisch, aber man muss etwas dafür tun. Im Mai gibt es die nächste Klimademo im Liechtenstein. Gehen Sie davon aus, dass dort mal denen auch ein bisschen Wind aus den Segeln genommen wird mit dem?
Ich glaube eigentlich schon, wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, und ich habe natürlich die Forderungen noch gehört, und die sind jetzt nicht so, dass ich sage, oh weh, das ist ja viel mehr, als wir machen wollen, sondern das ist eigentlich dort, wo man auch international sieht, ja, die Sachen muss man machen, und dass wir als Liechtenstein dort unseren Beitrag auch leisten im Bereich vom Möglichen, ist, glaube ich, verstanden, und ich hoffe eigentlich, dass er dann bis zu der nächsten Klimademo das auch so vielleicht schon diskutiert hat, würde können, und mit einzelnen von den Initiativen. Trotzdem soll man Awareness schaffen, also man soll rausgehen, man soll sagen, wir machen etwas dafür, und von dem her begrüße ich es sehr. Ich glaube nicht, dass wir da in unterschiedliche Richtungen laufen. Seht der Vize-Regierungschef Daniel Riesch, und ich sage danke vielmals für das Gespräch und freue mich dann auch schon wieder auf ein spannendes Politikjahr 2020. Radio L zur Sache. Auch zum Nachhören im Internet auf radio.li.